Hallihallo, ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Eigentlich sind wir am Packen und am Weiterfahren. Ich war jetzt hier 3 Tage und 3 Nächte an diesem wunderschönen kleinen Baggersee unterwegs zum Karpfenangeln und wollte die ganze Zeit aber auch versuchen, hier einen Raubfisch zu fangen. Wir haben jetzt den Bulli gepackt, alles soweit eingepackt und ich will jetzt noch mal kurz hier um den See laufen und noch ein paar Würfe machen. Wir fahren jetzt weiter an den nächsten See und ich will euch einfach mal mitnehmen zum schnellen, einfachen Hechtangeln ohne viel Schnickschnack. Ich habe gar nicht viel dabei. Ich habe einen großen Kescher dabei, klar, den brauchen wir. Dann habe ich hier so eine Matte dabei mit Maßband, ein paar Handschuhe, eine Zange, eine Rute am Start mit einem natürlichen Köder drauf, der Replicant Forelle, der Trout, vorne mit einem starken Monofilen dran. Das zeige ich euch aber alles noch in Ruhe, was er da braucht und was meine Lieblingsköder sind. Wir laufen jetzt erstmal hier noch ein bisschen am See entlang, machen ein paar schnelle Würfe und dann geht es weiter zum nächsten Gewässer. Solche Plätze hier in Ufernähe, Schilfgürtel, sind immer Plätze, wo sich Futterfische sammeln, wo Rotaugen sich sammeln und wo der Hecht natürlich super aus der Deckung heraus angreifen kann. Machen wir hier mal ein paar Würfe. Hier vorne seht ihr einen ganz interessanten Platz mit diesen Seerosen, die auf den Schilfgürtel treffen. Immer Anhaltspunkte, wo sich ein Hecht verstecken kann. Schaut mal, was da überall Fisch hinterherkommt. Guck mal, der Rotaugenschwarm da. In unserer Forelle. Seht ihr das? Das ist ja Wahnsinn. Der erste hier am Start auf die Trout, die Forelle. Knapp 75 cm. Der Anfang ist gemacht auf die Forelle. Ein schöner 75er hier aus dem kleinen Baggersee. Das war jetzt wirklich ein schneller Hecht. Rucki zucki ging das. Ich werde jetzt alles zusammenraffen, zum nächsten See fahren. Dort werden wir uns ein bisschen mehr Zeit zum Hechtangeln nehmen. Ein tolles Gewässer. Dort werde ich auch ein paar Freunde treffen und nehme euch mit. Ich bin gespannt, ob wir Glück haben und noch einen starken Hecht hier an einem Baggersee in Deutschland fangen können. Zeige euch ein bisschen, wie ich vorgehe. Zeige euch ein bisschen meine Lieblingsköder, damit ihr auch erfolgreich am heimischen See Krokos fangen könnt. So, auf geht's, Abfahrt. Herzlich willkommen am neuen Gewässer. Wir sind 3 Stunden durch Deutschland geballert und haben das schlechte Wetter mitgebracht. Es hat eben in Strömen geregnet. Wenn man mit der Family unterwegs ist, braucht man immer erstmal ein bisschen Zeit, einen Bulli jetzt alles vorzurichten. Jetzt geht's auf Hecht. Ohne Schnickschnack, einfach vom Ufer werfen. Wir sind jetzt an einem kleinen Waldsee. Hier wird schon mehr geangelt als an dem Gewässer, wo wir vorher waren. Und ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Ich muss jetzt mal noch ein bisschen die Köder ordnen. Guckt mal hier. Sieht ein bisschen chaotisch aus, aber die Trout, die am alten See geliefert hat, die haben wir wieder am Start. Und dann schauen wir mal, was angeht. Und ich habe noch 2 andere Angler dabei, die treffen wir gleich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video reinballern, wen ihr glaubt, wen ich gleich treffe. Ihr kennt die beiden Jungs, mit denen war ich schon sau oft Welsangeln.
Ich mache Folgendes jetzt. Die drei ersten Kommentare oder, nee, fairer ist es, glaube ich, unter allen Kommentaren, die richtigen Namen nennen, drei Gewinner auszulosen. Kann ja sein, dass einer von euch das Video erst nach drei Tagen sieht. Ballert's rein. Überlegt mal genau. Ich war schon Welsangeln mit denen. Der eine ist ein bisschen älter und fast so groß wie ich. Der andere ist ein bisschen jünger, ein bisschen kleiner als ich. Ab geht's. Wir richten unser Zeug und dann sehen wir uns gleich und laufen mal um diesen spannenden See hier. Bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ab geht's. So, wir sind ready to rock. Im leichten Nieselregen werden wir starten. Und jetzt lösen wir mal auf, welche zwei Angler, ein großer und ein kleiner, dabei sind. Ich hoffe, ihr habt alle kräftig mitgeraten. Und Action. Kennt ihr den? Mit dem waren wir schon am Rhein zum Welsangeln. Lewinski, heute geht's auf Hecht. Mal sehen, was geht. Mal sehen, was geht. Und da im Hintergrund ist der große. Mit dem jungen Mann bin ich eingefroren in Holland beim Hechtangeln. Ich hoffe, ihr kennt die Namen. Uwe und Lewinski. Jetzt gucken wir mal dein Angelzeug durch. Uwe muss heute Abend grillen für alle Beteiligten. Der wird uns jetzt nicht gleich begleiten. Aber mit Levin werde ich jetzt mal die erste Runde machen. So, jetzt gucken wir erstmal das Zeug durch. Komm, was wir mitnehmen. So, ich habe uns schon mal ein paar Köder hier rausgesucht. Du kannst dir einen aussuchen. Oder die Goldschleie. Die Goldschleie ist eigentlich ein Knaller. Probierst du die? Jawohl, die nehme ich. Und vorher aber gutes Vorfach drauf machen. Papa, darf ich auch einen? Du darfst dir auch einen aussuchen. Welchen willst du? Ich möchte den. Okay, dann nimmst du den. Ist auch ein cooler Köder. Stabiles Vorfach ist Pflicht. 90er Mono, da brennt nichts an. Mach mal auf die Rute drauf. Hier. Montieren. Die kleine Roach nehme ich auch noch mit. Müssen wir mal testen, auf was sie jetzt hier stehen. Am alten See waren es ja hauptsächlich mal ganz viele kleine Rotaugen im Uferbereich gesehen. Packen wir noch ein leichtes Gerät. Kleinen Kescher nehmen wir mit. Ein paar Handschuhe und Zange. Den nehmen wir mit hier. Zack. Bumm. Schauen wir mal, ob wir hier an dem See jetzt noch vor der Abenddämmerung einen Fisch ans Band bekommen. Morgen haben wir noch ein bisschen Zeit, da werden wir auch noch mal hier rumlaufen. Ganz normales Uferangeln, ohne viel Schnickschnack, ohne Boot, ohne alles. So wie ihr es alle zu Hause nachmachen könnt. Und ich hoffe, dass der junge Mann mich jetzt nicht platt angelt. So, genau. Du angelst mit einer Stationärrolle, ich angel mit meiner Baitcaster. Mein Sohnemann hat sich auch einen ausgesucht, auch eine gute Farbe. Und Abfahrt, gehen wir mal los. Super. Alle dabei jetzt. Jawohl, los geht's. Fangen wir mal einen Fisch, oder? Ja. Mein Sohnemann ist auch am Start. Der will auf jeden Fall mit. Du fängst die größten Fische. Bestimmt angel ich einen mega Karpfen. Wir gehen jetzt auf Hecht. Ja. Bestimmt angel ich auch einen Hecht. Na klar, das probieren wir jetzt aus. Hier machen wir den ersten Platz. Hier können wir jetzt schon mal ein bisschen werfen. Wo wirfst du hin, links oder rechts? Das machst du doch gut, Tilly. So ist doch super. Fisch. Ja, Fisch. Erster Biss. Forelle hat den ersten Fisch geliefert. So, Achtung, wir haben ganz knapp. Zack, da haben wir einen. Der erste Hecht. So, der erste kleine Hecht ist gekommen auf die Forelle. Petri Heil, der muss ein bisschen wachsen. Den setzen wir direkt zurück. Aber geht ja schon mal gut los hier. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. So, weiter geht's. Köder wieder raus. Die Forelle hat den ersten Fisch jetzt gebracht. Mal gucken, wer jetzt punktet. Lewinski, erster Wurf, du? Jawohl. Haut raus, eure Köder. Die Goldschleie. Lewinski wirft darüber ins Schilf. Dann werf ich hier mitten in den See rein. Pam, an die Seerosen. An Tasche. Tilly, Fisch? Fisch? Nein. Doch, nächster Fisch.
Forelle liefert. Wieder auf die Forelle. Abkeschern. Die Forelle liefert ja aber richtig ab. Zwei Würfel, zwei Fische. Ja. 2-0, mein Freund. Was ist mit der Goldschleie los? Vielleicht angelst du ein bisschen zu schnell mit dem Köder. Noch keine Riesenhechte. Der nächste kleine Hecht auf die Forelle. 2-0 steht's. Hier kommen wir jetzt an eine kleine Brücke. Hier ist eine tolle Ecke im See, alles voller Seerosen. Ja, bis jetzt führt die Forelle. Noch keine Riesenhechte, aber Abnehmer gefunden. So macht's doch Spaß. So, Lewinski, jetzt musst du liefern. Die Goldschleie jetzt hier. Da schwimmen gerade zwei Karpfen raus. Ja, das sind Karpfen hier, hast recht. Ja. Die stehen da immer drin. Wir können mal probieren, jetzt hier nach außen zu werfen, weil hier in die Seerosen rein wird schwierig. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Unterhalten die Angel, sonst bleibst du in Bäumen hängen. Ich will runterhalten. Es ist schon spannend. Mein Sohnemann ist jetzt 3, aber ist dabei. So. Ja, du hängst hier oben im Baum, weiterlaufen, auf. Eine Nacktschnecke, ja nicht drauftreten, an der Seite vorbeilaufen. Die sind böse. Nee, Nacktschnecken sind nicht böse, die sehen nur ein bisschen komisch aus. Ja. Los geht's, hier vorne kommt gleich der nächste spannende Angelplatz. Jetzt fangen wir noch einen dicken Hecht. Aber ich angle dann allein. Nee, wir angeln immer zusammen, angelt keiner alleine. Aber wenn du älter bist, kannst du alleine angeln gehen. Du wirst auch alleine einfangen. Irgendwann. So, der nächste Platz hier. Mal gucken. Erstmal die Ecken abangeln. Nicht gleich immer rausfeuern, sondern erstmal hier ins ruhige Wasser ein bisschen reingehen, also in die Ecken. Erstmal die Ecken vom See abangeln, da was los ist. Und dann so nach außen hin rausfächern. Ja? Wir gehen jetzt sofort zurück zur Mama. Ja, warte, wir gehen zur Mama zurück, wir bringen dich zurück. Und dann gehe ich nochmal mit Lewinski raus, okay? So, wir sind jetzt hier auf so einem alten Steg. Ja, die Ecke ist gut, die du angeworfen hast. Die Ecke ist gut, also vorhin in der Dämmerungsphase war ja gut Aktion, da kamen gleich zwei kleine hintereinander. Aber wundert mich echt, dass die Goldschleie, mit der fange ich sonst immer super, das war bisher noch nicht gegangen. Jetzt nicht geliefert hat. Aber warte mal ab, es kann nur Ansparangeln sein. Nachher fängst du damit die dickste. Werf du zuerst. Mach du mal gut fast. Und dann werfe ich mal hier ganz in die Ecke rein. Zack, ich gehe vor dich. Holen hier am Ufer entlang rein. Guter Wurf. Danke. Guten Abend. Wir haben jetzt erstmal Sohnemann, Freundin und die anderen Kids verköstigt. Levin und ich. Servus. Wir sind jetzt noch mal abends los. Vielleicht haben wir heute Abend, das heißt heute Abend, heute Nacht nochmal eine Chance. Es ist jetzt 23 Uhr und ansonsten starten wir wieder morgen früh. Aber die meisten machen das halt nicht, im Dunkeln Spinnfischen gehen. Und wir probieren es jetzt einfach mal. Levin muss nachziehen. Köder, keine was Ahnung. Hast du drauf? Immer noch die Goldschleie. Genau, und ich habe jetzt einen UV-aktiven Köder drauf. Replicant in so einem Neongelb. Mal gucken. Ein guter Spot zum Werfen. Wir fangen mal an.
Fisch. Das hat nicht das beste Licht mehr, aber definitiv Fisch. Kleiner, aber feiner Hecht. Hat man sich geholt. Ein schöner Fisch. Ich führe jetzt 3-0. Lewinski ist gerade hinter der Kamera. Der läuft. Schön UV-aktiv. Weiter geht's. Vielleicht haben wir jetzt nicht das beste Kameralicht für euch, aber wir probieren noch ein paar Fische zu fangen. 3-0 jetzt. Aber ich vertraue dem kleinen Mann hier, dem jungen Angler. Also entweder liegt es am Köder oder ich mache irgendwas falsch hier. Nein, du machst nichts falsch. Dranbleiben. Ha, langsam ja. Kurbeln, schön langsam reinholen die Köder. Weiter geht's. Weiter geht's. Wir haben kurz vor Mitternacht, kam keine weitere Aktion mehr. Und mein Mitangler Levin, wir haben ja so ein kleines Battle uns ausgemacht, hat seine Goldschleie hier in den Baum geschmissen im Dunkeln. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig beim Spinnfischen bei Nacht. Und aus Fairnessgründen machen wir jetzt eine kleine Duellpause. Und morgen früh, wenn es hell wird, geht's weiter. Bis später. Gutes Nächtle. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind früh aufgestanden. Levin ist am Start. Willst du erstmal ein schnelles Frühstück? Ja, Sunbeifood. Hau rein. Schnelle Stärkung und dann geht's schon los zum Hechtangeln im leichten Nieselregen. Wir haben jetzt für heute früh ein paar neue Köder vorbereitet. Ich weiß nicht genau, mit was Levin starten will. Ich habe jetzt heute mal ein paar kleinere Köder am Start. Einmal hier den Chatterbait bei mir aus der Black Hat Range. Habe ich mir jetzt oben nur einen anderen Haken drauf gesetzt und mit einem Stahlmaterial verbunden. Hier habe ich das kleine Rotauge. Hier habe ich von Striking einen Spinnerbait, mit dem werde ich jetzt auch starten. Und ich glaube, Levin, ich starte mit dem Bro-Grub. Ja, das ist eine mega Farbe. Ja. Das ist eine coole Farbe, schönes leuchtendes Rot. Sehr UV-aktiver Köder. Ich glaube, das wird ballern. Okay, viel Erfolg. Danke dir auch. Und auf dann geht's. Los geht's. Irgendwie sind sie beißfaul heute früh, ne? Gestern Nachmittag ging das schneller. Aber das ist oft so. Es gibt halt sogenannte Beißfenster. Manchmal knallt es hintereinander weg. Und manchmal kommt es vor, als wäre da überhaupt kein Fisch. Vielleicht mögen sie auch den Regen nicht. Oh, guck mal, da unten ein Karpfen. Seht ihr? Da unten schwimmt er. Und hier noch ein paar Weißfische. So, ich wechsle mal meinen Köder. Wir haben jetzt beide längere Zeit keinen Biss. Ich gehe jetzt mal hier auf den Chatterbait. Mal gucken, ob es auf die Druckwellen hier der Köder macht, mehr Bock haben. Oder ob wir einfach gerade in der Phase sind, wo nichts geht. Der ballert jetzt ganz schön hier. Die ganze Rutenspitze vibriert. Fisch! Auf den Chatterbait. Zack, ja Mann. Oh, der ist schon mal ein bisschen größer als die, die wir gestern hatten. Krass. Schauen wir mal. Was wir da haben. Vorsichtig. Ja, knapp 75. Schöner Pike. Knappe 75 cm.
der vierte Fisch jetzt hier in diesem Gewässer am frühen Morgen. Petri, heil. Schöner Hecht. Der Köderwechsel hat sich gelohnt. Der Chatterbait hat geliefert. Ist auch ein toller Köder, ja. Durch das Blatt vorne sorgt er für richtig starke Turbulenzen im Wasser. Weiter geht's. Der Regen hat jetzt wieder ein bisschen aufgehört. Schönes, durchwachsenes Wetter. Der Himmel ist bedeckt. Eigentlich sollte dieser Köder ja jetzt hier performen. Levin, wie ist dein Plan? Also wie geht's weiter? Wie ist die aktuelle Situation? Sag doch mal den Zuschauern und auch den Kids daheim jetzt ein bisschen, was Sache ist. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt mal hier das klassische kleine Rotauge, ja. Replik mal ausprobieren. Du musst jetzt mal liefern, ja. Fische sind da. Ich drücke dir die Daumen. Und ja, dann kannst du schön langsam führen durch den Schwanzteller hier hinten. Wird der schön gebremst im Wasser und geht dann auch nicht so schnell unter und du kriegst Grundkontakt. Viel Erfolg, komm. Jawohl, probier was. Der holt sich jetzt ein. Daumen drücken, Daumen drücken. Aber das ist halt Angeln. Vielleicht lag es jetzt auch in dem Moment wirklich an der Köderfarbe. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch ein bisschen durchprobiert. Guck mal, wie toll das läuft. Ja, läuft mega. Schaut euch das mal an. Der ist doch perfekt. Okay, los, Action. Hau einen raus. Das Rotauge, was du drauf hast, ist nicht schlecht, glaube ich. Ist einer hinterher, da ist einer hinterher. Im Uferbereich angenommen. Im Uferbereich. Hinterhergelaufen, direkt im Uferbereich geschnappt. Den holen wir schnell mit der Hand. Der springt. Der springt. So, zack. Im Uferbereich weggeballert. Hier vorne das Gras im Wasser ist auch mega hechtverdächtig. Schön Wasserpflanzen überall, überhängende Büsche, Seerosen. Fisch, Fisch, da wo ich es erzählt habe eben, ja doch. Nein, ab! Das war doch der Wahnsinn. So ist an und ich erzähle euch gerade noch hier auf der Brustkamera, auf der GoPro, mit dem emporkommenden Kraut hier, mit den Seerosen hier in der Ecke, mit dem überhängenden Busch und sage, das ist doch 100% hechtverdächtig und im nächsten Moment ballert einer drauf. Aber kein Problem, man muss auch mal einen Fisch verlieren können. Weiter geht's. Aber einer muss jetzt erstmal einen fangen. Levin, Action, komm, gib alles, weitermachen, nicht aufgeben. Ich probiere alles. Das ist Angeln. Das ist Angeln. Du wirst jetzt wahrscheinlich noch den dicksten hier abholen. Schauen wir mal. Die kleinen habe ich dir hier jetzt weggefangen. Also bleibt der dicke. Für den Lewinski. Drückt ihm die Daumen. Sehr guter Wurf dahinter in die Ecke. Schön langsam kurbeln. Langsam kurbeln. Lass den Chatterbait arbeiten. Langsam kurbeln. Sauber, sauber. Der sieht auch gar nicht schlecht aus, Mann. Super, super Sache. Schön Druck halten. Denk an den Baum hier vorne. Und hochpumpen den Fisch jetzt. Jetzt musst du hochpumpen. Musst Druck machen. Druck, kurbeln und Ruder hoch. Oh ja, oh ja. Der ist gar nicht schlecht. Der hat ihn weginhaliert. Der hat ihn komplett weginhaliert. Jetzt im Abend holt Lewinski auf. Druck, Druck, Druck. Warte, ich hole sofort den Kescher. Sauber, Lewinski. Schön Druck halten. Jawohl. Der Chatterbait ist weg. Achtung, Achtung. Zack. Warte. Oh ja. Haschen? Ja. Ja! Petri heil! Ja, Jungs! Bam! Geil! Es hat gedauert, aber siehst du, abgerechnet wird immer zum Schluss. Und das ist kein schlechter. Das ist wahrscheinlich sogar der zweitgrößte Fisch der ganzen Tour. Da, da hat er eine Beule drin. Ja. Fisch weggezogen. So. Wollen wir mal kurz drüber messen? Ja. Sauber!
66 cm. Super Sache. Petri. Lewinski hat auch auf ein Chatterbait gewechselt in einer schönen hellen Farbe. Ja, und hat direkt geliefert. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Wir sind ganz schön durchgeangelt. Es fängt schon wieder an zu regnen und wir machen jetzt eine Pause hier am kleinen Waldsee. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir konnten ein paar schöne Fische fangen und für ein Gewässer, wo doch relativ viel Angeldruck ist, haben wir, glaube ich, das Beste draus gemacht, oder? Ja, doch. Petri, wir haben euch ein paar Köder vorgestellt, die wir gerne einsetzen. Ich denke, wenn ihr die Köder mal durchtestet, werdet ihr auch euren Erfolg an eurem Baggersee zu Hause, an eurem kleinen Fluss, an eurem Kanal haben. Viele Grüße und bis zum nächsten Video. Euer Leben und Stefan. Ciao, ciao. Ciao.